Ja, grüß euch. So, jetzt Zeit, einen Ausflug zu machen. Und diesmal bin ich nach Bülertal gefahren. Da ist das Finale von der German Cross Country Serie. Mir ist nichts Dümmeres eingefallen, als da mitzufahren. Insgesamt sind über 20 Teilnehmer in der Zweizylinderklasse und oh, mir geht schon der Kackstift. Schauen wir mal, wie es läuft. Freitagnachmittag habe ich aufgesattelt und bin von Garmisch nach Bülertal auf der Axt gefahren. Das sind so knappe 300 Kilometer und war echt überrascht, wie viel da schon los war. Jetzt gehen wir zur Anmeldung, holen meine Unterlagen, meine Startnummer und dann geht es zur Fahrzeugabnahme. Ja, spannender Abend und morgen geht es dann los. Wir sehen uns im Vorstadt. Ich habe den Film in zwei Teile aufgebaut, das ist nicht großer Zirk. Am Anfang zeige ich echt den Start und die Highlights und danach zeige ich einfach ja, gut gefahrene Runden von mir. Und ja, viel Spaß beim Schauen. Unsere Startgruppen sind vier Startreihen. Jede Startreihe ist aber klasse. Ganz vorne starten die Twin Shocks, dann kommen die Youngtimer, dann wir mit den Zweizylinder und zum Schluss kommen dann die Cross Country Light Beginners. Das sind die, die noch nie an sowas mit teilgenommen haben und die fahren als letztes.
war das Schwierigste, die letzten zwei Tage war es, Zeit zu finden, weil da im Fahrerlager permanent die Autos wechseln. Und man hat also Orientierungspunkte, wonach man geht, um seinen Zeltplatz zu finden. Aber die wechseln im Laufe des Tages, sind 800 Teilnehmer. Und die sind zum Teil bloß einen Tag da, fahren ihren Lauf und fahren wieder heim. Und dann kommt ein anderes Team und stellt wieder das Auto davor.
Das war's und bis zum nächsten Mal.